Wieso kostet eine ganze Staffel Two and a Half Men 10 Euro und 12 Folgen Dragon Ball kosten 80 Euro? Da stimmt doch hinten und vorne was nicht. Das hat noch nie Sinn ergeben. Wahrscheinlich auch wieder keinen Tank finden, weil letztes Jahr schon das Problem. Naja, das Problem ist halt, Wilds ist halt viel anspruchsvoller. Das heißt, die meisten Leute würden eh gar nicht mitfarmen wollen. Also das Problem, also es sind mehrere Probleme. Also einerseits Zeit. Absprachen hat ja letztes Jahr auch sehr schlecht funktioniert. Manchmal war es ja 20.30 Uhr, 21 Uhr, 21.30 Uhr, 22 Uhr. Wo er dann auch immer rumgemeckert wurde, dass das viel zu unkoordiniert ist und pipapo. Hat sich aber auch nie jemand mal die Mühe gemacht, das besser zu machen oder so. Immer nur gemotzt, aber nie mal proaktiv selbst mal was gemacht, sondern immer nur rumgeheult, dass es nicht klappt. Dann ja, das mit den Leuten, dass wir nie AMs und Tanks hatten, das wäre auch wieder ein Problem, safe. Dann ist jetzt eben zusätzlich das Problem, dass bei Wilds die Ansprüche viel höher sind und da halt du nicht einfach jeden mitnehmen kannst. Bei Nightmare Dungeons war es ja eigentlich so, sobald 3, 4 gute Leute dabei waren, waren die anderen nicht so schlimm, wenn die nur mittelmäßig waren. Besser ist, du hast niemanden gefunden. Aber jetzt ist es halt eigentlich so, wenn du mit zu vielen mittelmäßigen Leuten reingehst, könnte es halt im schlimmsten Fall sein, dass du den Dungeon nicht packst. Was ja die absolute Katastrophe wäre. Also musst du eigentlich immer mindestens 2, 3 absolute Top-Leute haben. Also nicht nur gut, sondern wirklich top. Sonst ist die Gefahr viel zu groß, dass es gar nicht klappt. Also Blades zum Beispiel ist eigentlich jetzt... Letztes Jahr war es eigentlich schon so, dass du eigentlich immer Blade dabei haben musstest. Aber eigentlich nicht. Aber dieses Jahr ist eigentlich wirklich so. Oder jetzt ist es wirklich so. Ohne Blade kannst du eigentlich auch lassen. Oder ist zu ungewiss, wenn die anderen nicht ultra krasses Equipment haben. Und ja, es sind einfach für mich persönlich zu viele Sachen einfach. Und ich habe da einfach keine Lust wieder auf das ganze Rumgeheule, dass das alles so scheiße ist und so. Und keine Lust auf den Stress und das Drama und ja, einfach keine Lust mehr drauf. Prozent ein Sterne, insgesamt 2 Sterne. Einer der schlechtesten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Well, viel Spaß wünsche ich euch. Each 12 Euro, wow. You just got your ass scammed, brip. Your ass just got scammed. Plus 12 Euro für Popcorn und Cola. Wow. Er gibt einfach eine halbe Gazillion Dollar beim Kino aus. What the fuck? Was geht ab, Joe? Die beide spielt. Und dann sagen die Typen aus dem Superhelden-Universum oder aus dem Superhelden-Fanbase sagen dann, ja, das ist ja ein anderes Universum. Das ist so dumm. Das ist ein anderes Universum. Weißt du, genau das meine ich. Genau das ist mein Problem damit. That shit just does not make sense. Sie sind die Levelout, wir sind die Leecher. Damn. Attack on Flav. Sie sind die Leecher und wir sind die Leveler. Andersrum klingt's besser. Und... Bam. Level up. Oh, what? Jetzt. Oh, sogar mit 0,56% nur. Das war sogar relativ knapp. Oh, 143.